kurz vor 9. Die Radeln sind gepackt, Carsten auch. Brille wird nochmal geputzt. Guten Morgen erstmal, auch gegen die Sonne hier, in den Schatten. Wieder schön warm jetzt schon, früh war es recht frisch und feucht alle Tier. Zelte mussten wir ein bisschen nass einpacken. Und jetzt geht's los, Witzenhausen heute. Start 9 Uhr heute. So, jetzt haben wir hier uns zur Kreuzburg hochgequält. Mein Rad umgefallen. Carsten konnte fahren, ich musste natürlich schieben. Diesen Weg hier hoch. So, gucken wir mal, ob wir hier irgendwo rinkommen, weil das Haupttor ist zu. Mal schauen. Hier die Burgmauer. Jetzt noch mal. Blick auf Kreuzburg. Oh, das ist der Innenhof hier denn. Veranstaltung hier gewesen. Hier stehen neue Tränke, jede Menge. Ein Souvenirshop, Touristeninfo. Ist jetzt gesperrt wegen Holzrückerarbeiten, aber es gibt wohl einen alten Radweg. Da steht ein Schild dran, den wir nutzen sollen. Carsten guckt gerade nach der Route ersatzweise. Ansonsten wieder schönes Wetter heute. Wird wieder ein super Tag. Der Rettweg zur Kirche. Oh, geht es jetzt halt die Umfahrung hier der Landstraße lang, aber die ist nicht doll befahren. Hier rechter Hand unterhalb finden die Fellarbeiten statt. Ich höre die Kettensägen. Damit sind wir wieder auf dem Weg. War nur kurze Stücke. Große Brücke über die Werra. Schon sind wir wieder an der Werra. Die grüne Lunge Deutschlands. Oh, jetzt hier immer schön parallel zur Werra. Guten Morgen, Mila. Ausschilderung einer Baustelle, betrifft uns aber nicht, Frankenroda frei. Morgen.
Frankenroda. In Frankenroda. Nun guck mal, was haben wir denn hier? Hier waren wir schon mal zur Pause, beim letzten Mal. Durchpause. Wortschatz. Aber das kennt ihr ja schon vom letzten Mal. Genau. Kurzer Schwenk nochmal. Wie gesagt, hier waren wir ja letztes Mal schon. Ist jetzt 10, nee, halb 11 fast. Ich glaube, so 20 Kilometer haben wir weg. So, weiter geht's. Schön an der Werra lang hier. Ganz schöne Flüsschen geworden. Morgen! Obst Eizeller! Wir erreichen Falken. Treffort mit der Burg. Tolles Ding passiert. Wir waren schon Treffort. Stell ich fest, mein Handy ist weg. Jetzt bin ich nochmal nach Frankenroda zurück, wo wir vorhin Pause gemacht hatten und es sagt noch auf der Bank. Oh, ein Schwein, ey. Naja, so habe ich das Tal jetzt dreimal gesehen an einem Tag. Mit den Felsen. Ein Glück, das Ding da, Heliering. Das wäre geworden, Handy weg. Nächstes Mal aufpassen. So, Eschwege 21. Jetzt gerade in Treffort. Da ist ein Döner. Also ich habe ihn schon fertig.
waren jetzt für mich dann 20 extra Kilometer wegen dem Handy halt. Schöne Scheiße. Aber es ist ja wieder da. Da ist es. Alle Düte ja. Ja. Handy habe ich diesmal bei. So, nach Mittagspause bei Döner und Bier geht's jetzt weiter. Der Wanst ist jetzt richtig voll. Aber tat gut, so eine kleine Stärkung. Jetzt sind wir in Hessen. Da Hesse. Wir befinden uns jetzt in Heldra, in Hessen. Hier wieder Hinweis zur innerdeutschen Grenze ehemals, Eiserner Vorhang, Altenburschlar. Die Werra mal durch und wieder mal in Wahnfried. Wahnfried jetzt. Kurzer Zwischenstopp nochmal. Hier am Wasser schön zerschlackt. Geht mit der Visera weiter. Schauen wir mal. Da kommt ein Kanu. Oh, die sind ganz gemächlich unterwegs. Das ist Pflicht. Wir müssen mitmachen, Mädel. Wie Sven. Luftpaddeln. So, jetzt waren wir hier in Wahnfried, noch ein frisches, kaltes Weizen trinken, direkt am Wasser, jetzt weiter Richtung Eschwege. Sind wir jetzt.
Teilweise, ja. Oh, ja, geht aber noch. Ja, morgen wird es richtig schlimm. Wie geht's da jetzt? Hier ist schön, ja. Eschwege. Werra mal wieder viel Fachwerk. Jetzt brennt der Planet. Boah. Komm auf da. Fahrrad und Fahrrad zeigen. Hier. Ja. Ich film. Burg kurz vor, was hatte ich gesagt, Albungen. Albungen, ja. Wir machen hier nochmal kurz einen Stopp. Der Planet ballert jetzt ganz schön. Hier am Radweg. Hinter uns die Bahnstrecke. Am Werratal-Radweg. Am Werratal-Radweg. Willkommen in Albungen.
einfach recht. Soden Allendorf. Nochmal anhalten? Ja, nochmal. So, nochmal Bad Soden Allendorf. Ich kann es jetzt richtig aussprechen. Wir waren ja vor ein paar Monaten schon mal hier. Halb fünf jetzt, noch 18,5 Kilometer bis zu unserem Zielplatz in Witzenhausen. Und wieder die innerdeutsche Grenze im Naturpark Park Werratal Eichsfeld Hainich. Trabi Wahlhausen sind wir. Werden wir gleich eingestaubt. Wieder sehr schön der Weg hier, super Asphalt, das rollt, leichter Rückenwind, so haben wir das gerne. Linde Vera. Wieder zurück in Hessen. Direkt an der Werra hier auf dem schönen Singletrail. Hier links ist er hinter den Sträuchern.
wir hier auf dem ehemaligen Grenzstreifen sozusagen. Vorne eine Brücke, direkt an der Werra hier der Radweg. Wunderbar, so ein Singletrail. Schön die Werra-Bögen hier ausfahren. Haben wir Bänkle hier. Machen wir erstmal noch eine letzte Bierpause. So ungefähr 10 Kilometer vom Ziel in Witzenhausen. Da gut. Werleshausen sind wir jetzt. Unterrieden erreicht. Also. Witzenhausen erreicht. So, wir sind noch kurz beim Aldi hier. Abendliche Einkäufe. Heute gibt es kalte Küche. Sind jetzt in, ach, wie heißt das gleich? Witzenhausen, genau. Mal rüber auf den Campingplatz, auf die andere Werra-Seite und dann haben wir es geschafft für heute. Knappe 90 Kilometer. Bloß ich würde mein extra 20 wegen des vergessenen Handy. Jetzt gleich links. Campingplatz. Tagesziel erreicht. Schritttempo, ja. So, wir sind wieder untergekommen auf einem Campingplatz namens Werratal. Hatten wir, glaube ich, schon mal. Da ein schöner alter LKW. Und hier sind unsere Zelte aufgebaut. Thorsten hatte leicht das Mist geschickt, da ist ein Radler ausgelaufen. Da läuft gerade die Brühe. Schöne Scheiße. Schlafsack nass, Isomatte. Ja, ansonsten schöner sonniger Abend wieder. Waren jetzt doch mehr Kilometer, wie wir gerechnet hatten. 90 ungefähr. Sonst dann wieder. Ja, ich musste natürlich die 20 extra machen wegen dem Handy. Gut. Später nochmal, ansonsten bis morgen.